Hallöchen, ich bin wieder da. Ich war sogar wirklich weg. So. Ich habe mein Outfit geändert. Yay. Ich bin immer schon ein Fan von Weiß gewesen. Na, besser geht's nicht. Anyway, wir sind... Ah, genau. Wie heißt das Ding hier? Abakal. Abakal. Whatever. Ich weiß keine Ahnung, was wir letztes Mal gemacht haben. Irgendwelche Leute gekillt. Haben sie gefangen genommen oder war das davor? Ach, keine Ahnung. Immer sind wir oft. Genau, wir sollten irgendwelchen Rebellen helfen, damit sie uns vertrauen, obwohl wir schon die Hälfte des Kartells platt gemacht haben. Yay! Was hatte ich vor? Ich glaube, ich wollte hier so lang fliegen. Maybe. Genau, ich habe mir noch einen Generator gemacht. Anyway. Das heißt, wir wollen hier hin. Kokablätter von den hiesigen Bauern werden im Güterbahnhof von Tabakal zwischengelagert. Hier bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Oder Genki, hier ist der Heli. Es geht perfekt los. Fahrzeug spawnen am Arsch der Welt. Nein, nicht wirklich, aber. Geht schon. No, was war das? Wie viele Lichter und Schalter hier drin? Genau, wir haben das Ding. Okay. Mini-Überblick. Ich wusste nicht mehr, welche Pistole ich hatte. Was keinen wirklichen Sinn mehr und keinen Unterschied macht. Oh mein Gott. Wow. Wow. Noch kann ich fliegen. Mal sehen, wie lange es läuft. Mal sehen, wie schlecht ich mit den ersten Gegnern bin und so weiter und so fort. Ich kann keine 10 Minuten Pause machen, ohne alles zu verlieren. Oh, oh. Nein, so schlimm ist nicht. Man könnte sagen, es ist schlimmer. Je nachdem, ob ich einen guten Tag oder schlechten Tag habe. Yay. Hallo, Wachturm. Nichts gesehen. Augen auf. Sicarios bewachen den Güterbahnhof. Wirklich? Wer hätte das gedacht? Ach, komm mal. Wir nähern uns dem Ziel. Mann, durch seinen Güterbahnhof kann man verdammt viel Ware schleusen. Früher wurden hier Kaffeebohnen für Japa-Kaffee verladen. Jetzt nur noch Coca-Blätter. Wir müssen den ganzen Bereich nach Coca-Lagern absuchen. Vor allem die Lagerhäuser und das Hauptgebäude. Wenn ihr was findet, vernichtet es. Verstanden. An die Arbeit, Leute. Hey. Bitte. So, schon mal ein Kill, ohne was das passiert ist. Ich glaube, ich muss sofort aufhören, um meinen Standard zu behalten. Wow, der Durchschnitt gut bleibt. Ah, ich sehe nichts. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Infos zu Feindpositionen sind unterwegs. Schade, ich sehe den Jammer nicht. Aber den Strom sehe ich. Was ist der Generator? Das ist ein Stromkasten. Ah! Die Drohne ist anyway. Drin. Die haben einen Jammer. Hirn aus, rein und gut ist. Das haben wir am meisten gelernt die letzten Tage. Hirn aus und rein. Das ist am effektivsten. Okay, nichts passiert. Aber hirnlos meine ich so hirnlos, nicht mal einen Schalldämpfer draufzusetzen. Aber nur aus Stilgründen. Weil die Waffe sich cool anhört. Ich sehe hier ein Coca-Lager. Die Ladung ist scharf. So, und gehen erstmal weg. Na, ist nicht der Generator. Schade. Nein. Hirn aus und rein. Also, ja, haben sie, aber. Halt, die werden dich sehen. Da ist der Sicario mit einer Minigun. In dem Lagerhaus.
sehen nicht. Shit. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Hau ab da. Ich brauch keiner. Sie sehen dich gleich. Verzieh dich. Wie? Sollen sie mich doch sehen? Dann knall ich sie ab. Zurück mit dir. Sie werden dich sehen. Zwei Sicarios. Direkt am Reifenstapel. Da ist ein Koka-Lager im Hauptgebäude. Zurück mit dir, zurück mit dir. Das ist so lächerlich. Hier drüben ist ein Narko, nahe am Mörser. Ja. Oh. Na, darf ich rüber oder nicht? Oh, okay. Das geht, auch nicht verkehrt. Ey. Okay, alles gut. Runter, die werden dich sehen. Easy. Fast easy. So, ich hoffe, die Reichweite reicht. Nicht, dass es ein Limit hat. Erstes Koka-Lager zerstört. Weiter zum nächsten. Ziel ausgeschaltet. Auf zum letzten Lager. Der Vorrat an Koka-Blättern war mindestens 10 Millionen Dollar wert. Das trifft Madre Koka da, wo es weh tut. Na? Mitbekommen oder nicht? Nicht genug. Hallo? Uiuiui. So. Nächste. So lächerlich. Warum funktioniert das? Naja, warum nicht? Unidad Heli, unten bleiben. Hab Pakatari um ein Fahrzeug gebeten. Der eine Schuss hat mich immer noch gewundert. Habe ich da bei auf einmal gekillt oder weil die Kugel nur perfekt an der Leiche vorbeigeflogen ist? Du hättest mich fahren lassen sollen. I don't know. It was weird. Anyway, also, nächste Mission. Nicht weiter rumpimmeln. Sagt er, wie er losfliegt. Schon wieder ein Tower. Uff. Und kaputt. Natürlich. Yay. Oder. Oh. Unterwegs. Auf dem Turm. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ziel erfasst. Wie wurden die nicht mitgescannt hier? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Shit. Hallo? Ah. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Suche eine bessere Schusslinie. Und hier. Geh auf neue Position, Ziel. Kann loslegen. Na, dann killen wir mal, oder? Tango getötet. Okay, aufatmen. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Ja, I guess. Halt, wir werden dich sehen. So einmal. Nett. Ich habe mich schon gewundert, warum der Schuss überlebt. Aber ja. Das ist ein Befragungstyp. Ich habe mich schon gewundert, warum die einen Schuss überleben. Ich glaube aus Sicherheit für Spieler, die aus Versehen draufschießen. So wie ich. Wobei. Der hat keine Bedeutung mehr für mich von daher. wait. Soll ich in das andere Haus rennen? Quatsch. Natürlich. Das ist ein Streckenplan für einen Konvoi über die Todesstraße. Wie es scheint, haben sie Geleitschutz. Ich habe einen Namen, Salazar.
Bowman, hier wird über einen Kartellleutnant namens Salazar geredet. Haben Sie was zu dem? Ah ja. Jorge Salazar, Madre Cucas Liebling. Wie bitte? Die Geschichte geht ungefähr so. Salazar war 17 und hat auf den Feldern gearbeitet, als Madre Cuca Tabacal übernommen hat. Sie hat ihn direkt ins Herz geschlossen. Er erinnerte sie wohl an ihren Sohn, der etwa in Jorges Alter gestorben ist. Sie bot Jorge Arbeit an. Jorges Vater war dagegen. Also hat sie ihn in einen Reifenstapel gesteckt und angezündet. Jorge ist seither ihr Adoptivsohn. Und ihre rechte Hand. Das ist mal echt abgefuckt. Salazar ist der einzige Mensch, dem Madre Cuca wirklich vertraut. Wenn wir ihn schnappen, bricht eine Welt für sie zusammen. Wir tun, was wir können. Schnappen oder umbringen? Madre Cucas rechte Hand ist ein Einheimischer namens Salazar. Schnappen. Sie hängt völlig von ihm ab. Mal sehen, wie sie reagiert, wenn wir ihn gefangen nehmen. Ja, mal sehen, wie er fährt. Wenn es ein großer Konvoi ist, dann wird es nervig. Es ist ein Konvoi, natürlich. Na gut. Aber hey, Hirn aus. Scheiße, seht euch den Abgrund an. Ich habe schon von der Todesstraße gehört, aber in echt ist es was anderes. Ja, eine Katastrophe kurz vor dem Ausbruch. Davor? Wohl eher eine Dauerkatastrophe. Ich möchte hier nicht mit Knarre an der Schläfe langfahren. Hirn aus, Sniper raus. Fahrzeug verschießen. Geldfahrzeug auch noch mitnehmen. Mist, wir haben Gesellschaft. Da ist der Konvoi. Ich sehe, wartet. Begleitfahrzeug zerstört. Ja. Leute, schießt. Nein, doch nicht. Ach, das sind wieder die Fahrzeuge, die einen Schuss überleben. Yay. Warum? No. Verluste, reißt euch zusammen. Wir haben. Scheiße nochmal. Ich sehe Salazar. Ziel markiert. Schnappen wir ihn lebend. Django ist tot. Halte durch, ich bin schon da. Mierda. Du bist tot, hijo de puta. Come mierda, du kannst mich auch sofort töten. Ich verrate dir nichts. Warum? Weil du Madre Cuca so viel schuldest? Pass auf, was du sagst, Pendejo. Du weißt gar nichts über sie. Sie hat deinen Vater in einen Reifenstapel gesteckt und angezündet. Mein Vater war schwach. Die Strafe war gerecht. Madre Cuca kümmert sich besser um mich, als er es jemals tat. Du bist tot, hijo de puta. Hörst du mich? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Bist du Madre Cucas Baby? Pudert sie deinen Arsch und gibt dir die Brust? Was glaubst du eigentlich, wer? Klappe, Muttersöhnchen. Du kommst mit uns. Jemand will mit dir reden. Wir nähern uns dem Sammelpunkt. Achtung, unsere Haltestelle. Erschreckend gut geflogen. Unglaublich. Und was geht schief? Bumm, irgendwas explodiert. Nein, diesmal nicht. Ups, Allah. Leck mich dort, Blanquinosa de Mierda. Ich sage euch nichts. Salazar, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie gar nichts sagen müssen? Ohne Sie läuft doch ein Scheiß drüben in Tabacal. Und wenn Madre Cuca aus Ihrem Versteck kommt, schnappen wir Sie. Entonces, ihr glaubt wirklich, Sie vertraut nur mir? Carajo, Mujer. Sie hat treue Männer, die mit den Bauern arbeiten. Na, wenn das nicht mal interessant ist. Tja, und schon helfen Sie uns. Halt! Tu ich nicht! Tun Sie doch. Und okay. Madre Cuca wird Sie lebend häuten, wenn sie davon erfährt. Geben Sie uns Namen, Salazar. Dann bleibt die Sache unter uns, versprochen. Wenn nicht... Dale, pues. Okay. Joa, schlecht gelaufen, hä? Ja, Level up oder nicht? Hat nicht gereicht, oder? Ich frage mich, was sie jetzt noch zu verlieren haben oder zu gewinnen. Ich denke, die werden für den Rest ihres Lebens im Knast landen. Nicht sehr spaßig, denke ich. Aber hey.
Oder sterben. Stufe 30, doch erreicht. Überlege. Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. Rein. Mach mal Timo es an. Bowman hat gerade ein paar Namen für uns hochgeladen. Salazar hat ausgepackt. Es ist eine Liste mit Santa Blanca-Spitzeln in der Kooperative. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir schalten sie aus. Natürlich. Wo sind sie denn? Wait. Oh Gott, auf ganz anderen Seite. Auch am Menno. Okay, ich gehe trotzdem dahin, dann kann ich mich ja hier hinbringen. Boarding. Irgendwie sowas. Ach ja, und Tiermodus, falls es wen interessiert, ist im Grunde, es wird immer schwieriger, das Spiel bis. So. Skaliert jetzt alles leicht höher. Hier, Bowman, wir haben sie. Heilige Scheiße, wir haben sie. Wie bitte? Ich hab's gerade von meinem Rebellenkontakt in Tabakal erfahren. Madre Coca hat sich bei ihnen gemeldet. Sie glaubt, die haben Salazar und will ihn zurück. Sie verlangt ein Treffen, um zu verhandeln. Glauben Sie ihr? Ich glaube, sie will Salazar. Alles andere ist egal. Wir haben Madre Coca, wo wir sie haben wollten. Begleiten Sie die Rebellen zum Treffen. Reden Sie mit ihr. Überzeugen Sie sie, dass sie Salazar nur zurückkriegt, wenn sie mitspielt. Ich schicke die Koordinaten vom Treffpunkt. Die Rebellen bringen sie hin. Ich zähle darauf, dass sie die Sache unter Kontrolle halten. Wir brauchen Madre Coca lebend. Oh, Rebellen. Sie wissen von uns. Nur, ich dachte mir schon. Ich bin nur wegen der Waffe hier. Weil, warum nicht? Passt gut zu meinen Stiefeln. Ja, kennen wir auch schon. Das sieht nicht. Die AK-Klassiker. Auch wenn es eine sehr überarbeitete Version ist und nicht die Klassiker-Version, die jeder kennt. Aber hey, was haben wir denn alles? Die. Voll und halb. Erstmal die Mündung. Wie viel ändert das Ding denn? Also viel kann man da gar nicht anstellen. Also genau wird sie nicht, die Waffe. Uff. Wow. Null Präzision, ey. Bin enttäuscht. Na, wo bist du? Oh, da ist er. Das war random, aber gut. Sauber. Seid ihr okay? Okay, doch erschreckend präzise, dafür, dass die Anzeige so ungenau war. Na ja, komm, einfach mal eine Zeit lang benutzen. Oh, warum ist sie jetzt schon freigeschaltet? Also ehrlich, draufgeschissen. Madre Coca sagt, dass sie wegen Salazar verhandeln will. Die alte Schlampe klingt verzweifelt. Vielleicht können wir sie ja gegen El Sueño aufbringen. Sie müssen sie nur überzeugen. Ich fliege. Wir haben bereits bei dem Chemiker schon gesagt, fuck it. Wenn wir den haben, ist okay. Story Run, ne? Brauchst du ja nicht rauslocken, wenn sie schon da ist. Tolles Wetter, by the way. Grau. Wenn sie überhaupt da ist. Vielleicht müssen wir doch noch mehr machen. Hau dem nicht. Bowman, wir nähern uns jetzt dem Treffpunkt. Gut, die Rebellen warten. Folgen Sie ihnen und sie bringen sie zu Madre Coca. Achso. Das ist doch gar nicht hier, okay. Stimmt ja. Na dann.
Na. Oh. Seid ihr SOS Junkies? Ja, genau. Los, folgt uns. So, easy. Auf welche Art wollen? Oh, ihr fahrt, ne? Shit. Naja, hau rein. Wow. Ich will ja nichts sagen, Boss. Aber ich habe ein mieses Gefühl. Glaubst du, Madre Coca legt uns rein? Shit, die Alte ist zäher als Alligatorhaut. Klar verarscht die uns. Bowman glaubt, Salazar sei ihr Wunderpunkt. Madre Coca wird mitspielen, wenn sie glaubt, ihn zurückzukriegen. Und wenn sich Bowman irrt, dann baumelt unser Arsch im Wind, nicht ihrer. Was wäre denn daran neu, Holt? Es ist eine Sache, uns schlecht informiert reinzuschicken. Das kommt vor, klar. Aber hier stecken wir die Hand ins Maul der Bestie und hoffen, sie beißt nicht zu. Ich meine, was, wenn Madre Coca uns nur rauslocken will und dann einen von uns schnappt? Dann kann sie ihn gegen Salazar eintauschen. Wie zum Teufel kommst du darauf? Ich würde so machen. Und Madre Coca ist um einiges fieser, als ich es je war, verstehst du? Wir nähern uns dem Treffpunkt. Bleibt cool, wir sind zum Reden hier. Aber wenn die anfangen rumzuballern, dann mäht die Wichser nieder. Falls sie uns reinlegt, sollte ihr erster Schuss sitzen. Denn ich schwöre, einen zweiten kriegt sie nicht. Verstanden. Ja, wir sind automatisch schon feindlich. Also ich versuche es nicht mal. Geht in Deckung. Naja, war klar. Drohne fliegt. Oh. Natürlich. Oh. Ich habe Aufklärung durch die Rebellen angefordert. Bowman, hier Nomads. Okay. Madre Coca ist tot. Was ist passiert? Es war ein Hinterhalt. Die Alte hatte nie vor, zu verhandeln. Sie wollte Geiseln, um sie gegen Salazar einzutauschen. Und fast hätte sie sie bekommen. Diese alte Hexe. Druck wirkt in beide Richtungen, Bowman. Sie wusste, dass sie den Zugriff versuchen würden. Ihr einziger Fehler war, dass sie uns unterschätzt hat, als die Falle zuschnappte. Ja, verstehe. Ich glaube trotzdem, das Risiko war es wert. Sie umzudrehen wäre ein echter Coup gewesen. Schnappen Sie Ihr Team und verschwinden Sie. Madre Cookers Tod wird Wellen schlagen. Mal sehen, was passiert. Roger, Nomad Ende. Na komm, du mal angucken. Verzweifelte Menschen machen Fehler. Und ich hatte El Jajo und La Gringa verzweifelt gemacht. Vielleicht war der Druck zu groß. Doch mir blieb keine Wahl. Die Angriffe auf die Produktion nahmen zu. Darunter litt unsere Absatzkette. Wenn nichts geschah, würden wir unseren Marktanteil verlieren. Also drängte ich sie, mehr Koks herzustellen. Das konnten sie nicht, also streckten sie es, senkten die Qualität, um die Quantität zu steigern. Ein verständlicher Fehler, aber eben doch ein Fehler. Ich hatte die Marke Santa Blanca über Jahre etabliert. Ein Qualitätsprodukt, ein Primo-Preis für ein Primo-Produkt. Das Problem, das Produkt war nicht mehr Primo. Dafür musste jemand büßen. Suenio, du, ja, ist klar, dass dein Sicherheitsdingens hier oben dafür verantwortlich ist, dass wir die angreifen. Also, dass sie das nicht verteidigen können. Hat auch nichts mit den Produzenten zu tun. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Diese zwei sind mehr oder weniger die Unschuldigsten aus der Gruppe. Die können doch nichts dafür, dass ich die überfalle die ganze Zeit. Meine Fresse. Wie gesagt, er ist die Sicherheit für verantwortlich, um das zu verhindern. Naja. Es gibt einen Grund, warum er seinen Kartell den Bach untergeht. Anyway, das ist das. Ja, sind die fertig. Fun Fact, man kann sie übrigens, selbst wenn er rankommt und sie in den Würgegriff nimmt, man kann sie nicht gefangen nehmen. Bisschen ungünstig gemacht, die Mission. Wie gesagt, ist jetzt auch egal. Nächstes Gebiet, wa? Hm. Ja, ich würde sagen, gehen wir von oben nach unten runter. Oder nee, kommen von unten, damit wir wirklich die Dreier, dann die Zweier als letztes haben. Einfach nur aus Spaß. Hier oder dort? Hier kein Unterschied. Hm,
gut, was soll's? Ich fange einfach hier an. Irgendeine Stadt am Rande. Ich erkenne keine. Also hier. Fangen wir hier gleich an, nachdem wir aus dem Kampf sind. Achtung, Nomad. La Gringa hat wohl gerade ihr Verfallsdatum beim Kartell überschritten. Was wissen wir? Der Schaden, den sie bei der Produktion verursacht haben, hat La Gringa dazu gezwungen, den Reinheitsgrad zu senken, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Sie wollte wohl Zeit gewinnen, um alles zu regeln, bevor Suenyu etwas merkt. Dumm gelaufen. Und jetzt will Suenyu ein Exempel an ihr statuieren. Ein Team ist zu ihrem Haus unterwegs. La Gringa sitzt dort in der Falle. Es sei denn, wir holen sie raus. Genau. Fahren Sie sofort zu Ihrem Haus in Puyo. Machen Sie ihr klar, dass sie mit uns besser fährt als mit Suenyu. Und bringen Sie sie zum Abholpunkt. Okay, cool. Auch nicht verkehrt. Dann steht das zuerst an. Und das ist sogar... Ah, nein, gar nicht ganz. Ah, das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht, weil das triggert das Gebiet. Na gut, dann machen wir das Gebiet zuerst. Weil sobald ich reingehe, kommt natürlich das Okoro-Gespräch. Gut, dann... Dann fangen wir dort an. Noch im Kampf. Bisschen schade. Es geht los. Ich glaube, du bist ein bisschen zu spät. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Komm, geh weg. Schieße! Anyway, hier kommt. Planänderungen. Hier ist eine Stadt, hier ist eine Stadt, passt. Schon interessant, dass die jetzt schon kommt, obwohl wir noch einen offen haben. Na gut, ist auch schön, wenn es ein paar Variationen gibt. Ich frage es, ob, wenn ich sie habe, das automatisch den Boss freischaltet. Weil es fehlt ja noch ein Mushon. Noch Mushon. Oder Buchon. Naja. Mal sehen. Was jetzt? Es kommt doch soweit. Ladescreen. So viel dazu. Hier nicht. Muss ich den kurz mitnehmen? Magazin, Pistole, nope. Also Maschinenpistole, nope. No one cares. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Spinne ich oder ergibt das Wasser nicht viel Sinn? Ist viel zu hoch. Dafür bewegt es sich viel zu langsam, um so hoch zu sein. Suchen wir hier nach Information? Also ich meine jetzt die einzelnen Wellchen und die großen Wellen auf unter den Wellchen. Oh Gott. Nein. Ah, wir sind das wieder in Vija Verde. Ich mach das, ich fliege. Immer noch doof, dass es Vija Verde heißt und nicht Villa Verde. Trotz der zwei L's. Wir sind gleich in Puyo. Wir müssen uns ranhalten und La Gringa vor dem Kartell finden. Bin hinter dir, Boss. Ja, so weit sind wir schon gewesen. Jetzt hast du erstmal. Oh, wir sind im Kampf. Okay, so viel zu den... Es gibt keine Planung, ich merke das schon. Ich hätte viel früher hier sein müssen. Damit es keine Überschneidungen gibt. Shit. Wir haben sie aufgescheucht. Ich habe gar nichts gemacht. Die Rebellen und Santa Blanca waren rum. Als verteidigten Kataris Rebellen La Gringas Haus. Was zum Teufel ist hier los? Das sehen wir gleich. Granate fliegt. Verdammte Scheiße. Du siehst scheiße aus. Die Rebellen bewegen die Gegend auf. Granate, Vorsicht. Oh. Mission, die ist ja nicht angeweht. Muss ich verteidigen? El Suenyu hat rausgefunden, dass Fangen La Gringa ihr Kokain streckt und ihr seine Leute auf den Hals gehetzt. Bringen Sie La Gringa her. Sie kann sonst nirgends mehr hin. Wenn ich sie finde? Hm, toll.
ein Bild. Aber nicht von ihr, sondern von ihm. Also zuordnungsmäßig. Reden. Bist du denn im Bunker verkrochen? Oh, die chillt hier, als wäre nichts. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wir sind Ihr Rettungstrupp. Verstanden? Aber wir müssen jetzt schnell weg von hier. Ich komme nicht weit. Doch nicht so. Ich kenne jemanden. Er lebt in einem Dorf nicht weit von hier. Die Rebellen bringen ihm die Verwundeten, wenn sie können. Bowman, hier Nomad. Wir sind in Okoro gelandet. Was haben Sie für uns? Okoro ist das Herz der Kokainproduktion in Bolivien. Das dortige Netz wurde von El Jajo aufgebaut, und zwar über 10 Jahre vor Santa Blanca. Als sich El Jajo dem Kartell anschloss und Produktionsleiter wurde, übergab er Okoro an seinen Enkel, der sich El Emissario nennt. Der Botschafter? Er hält sich meistens außerhalb der Provinz auf, trifft sich mit Politikern in Sucre und schmiert die Räder für das Kartell. Das ist gar nicht seine Aufgabe, aber der Typ ist ein Charmeur und hält das für die beste Methode, seinen Großvater stolz zu machen. El Jajo duldet es, solange Okoro produziert. Fakt ist, das Netz ist so eingespielt, dass es praktisch keiner Führung bedarf. El Emissarios Assistent regelt den Rest. Sie gehen rein, sammeln Infos über Okoros Produktionsstätten und sorgen für Chaos. Dann muss El Emissario zurück nach Okoro, um alles wieder in die Spur zu bringen, bevor... Halt! So ein Bullshit. Alle bereit? Feuer! Hab die Rebellen um ein Fahrzeug gebeten. Das könnte knapp werden. Die Ziele sind verdammt rar hier. Ich schieße auf die Ärsche. Oh Mann, Mann, Mann. Also, was jetzt sprich neu startet komplett oder. Nomad hier, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Kein Problem. Moment. Komm mal, so eine Scheiße. Hast du es? Hat jemand nicht nachgedacht beim Scripten? Ich kann nicht. Bitte, ich muss anhalten. Jetzt nicht schlapp. Durchhalten, Gringa. Es ist noch ein ganzes Stück. Ich weiß nicht. Mein Zustand sieht nicht gut aus. Willst du es schaffen? Wir müssen weitermachen. Jetzt nicht schlapp machen, Lady. Wir sind ja gleich da. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Macht mal was. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Kennen Sie die Frau? Was ist passiert? Wirklich, Doc, Sie sollten besser nicht fragen. Sie hat eine Schusswunde in der Schulter. Können Sie helfen? Sí, por supuesto. Lassen Sie sie hier. Ich kümmere mich um sie. Wir verschaffen Ihnen mehr Zeit, aber Sie müssen sich beeilen. Ich glaube, Suenio ist noch nicht fertig mit ihr. Ja. Schützen, natürlich. Ja gut. Kommen Sie von der Straße oder... Kontakt! Suenio hat uns verfolgen lassen. Macht sie fertig! Granate fliegt. Nehmt das! Da kommt ein Heli! Greife Tangos an! Sofort weg! Ach komm. Danke. Habt ihr Rebellen um Verstärkung gebeten? Sicher, Amigo. Schicke einen Kampftrupp. Granate kommt. Come mierda, culeros. Granate fliegt. Das war's. Alle okay? Ich hätte gern Vorbereitung bekommen, aber gut. Geht schon. Na, kommt noch was oder? Doch den manuell machen, oder?
Yay. Macht keinen Sinn, aber ja. Gut, den Tiermodus manuell zu steigern macht daher Sinn, weil ab einem gewissen Grad muss man den Schwierigkeitsgrad mit erhöhen und solche Sachen. Und spätestens, wenn er auf extrem geht, werde ich nicht weitermachen. Hihi. Nennt mich feige oder so, mir egal. Was machen wir, Boss? Mehr Zeit können wir dem Doc nicht geben. So oder so, wir müssen La Gringa von hier wegbringen. Was schon? Ist doch keiner mehr da. Also ab extrem macht es für mich keinen Spaß mehr, weil die Wölkchen dann wechseln auf der Minikarte. Dann zieht sich das zu lang, wenn ich zu akribisch suchen okay, muss. Okay, Gringa, los geht's. Bitte nur eine Minute. Die Blutung ist gestoppt. Aber da ist eine Kugel in der Schulter. Bei dem Cocktail, den der Doc Ihnen verabreicht hat? Ich wette, Sie merken gerade gar nichts. Erst recht keine Kugel. Da haben Sie recht. Wir gehen. Wenn Ihnen schlecht wird oder Sie kotzen müssen, schauen Sie auf den Horizont. Dann halten Sie durch. Oh, geil. Das ist ja nur ein Heli. Und vom Skript her fahren wir mit dem Auto, von daher. Okay, wir können. Na, steig ein. Mir sieht so absolut null aus wie auf den Bildern bisher. Oder Videos. Aber hey, who cares? Machen wir weiter. Wird sie es schaffen? Das sollte sie. Warum haben die Rebellen ihr Haus beschützt? Pakatari hat sie geschickt, um mich zu schützen. Mir ist kalt. Oh, mir wird langsam kalt. Warum sollte Pakatari eine Forscherin des Kartells schützen? Ich habe Suenius Geld benutzt, um... Medizin für die Rebellen zu kaufen. Den Scheiß hat Pack gar nicht erwähnt. Was weiß denn ich? Ihnen ist nicht kalt, oder? Nur mir. Na gut, das war das Gespräch vor der Ablieferung beim Arzt. Wir sind am Treffpunkt. Übergeben wir sie Bowman, dann ist erstmal Pause. Mann, Mann, Mann. Das Kartell hier keine U-Boote mehr herstellt, kann kein Mann es wieder ein Pinche-Sumpf voller Pinche-Moskitos sein. Ja, yeah. Pinche. Oh, oh Gott, was macht ihr mit mir? Das nennt sich Erste Hilfe und jetzt seien Sie nicht so ein Weichei. Oh Gott. Hier, los, öffnen. Abholung in 10 Minuten. Oh, Kacke, bin ich froh, wenn ich die Heulsuse los bin. Ihre kleine Klinik bringt Ihnen vielleicht Vergebung bei den Rebellen, aber bei mir zieht der Scheiß nicht. Eine heiße Schnecke wie Sie wird im Knast sicher gut ankommen. Lass mich doch einfach sterben! Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber in 5 Jahren, oder 10, vielleicht sogar in 50, wenn ich mir nicht mal mehr selbst den Arsch abwischen kann, werde ich mich freuen, an die kleine La Gringa und ihre lieben Freundinnen aus dem Knast zu denken. Ist mir egal. Ich gehe lieber in euren Knast. Auch lebenslänglich, wenn es sein muss, denn alles ist besser als Suenio. Es gibt nichts, was schlimmer ist als er. Na, wenn du meinst. Hm. Bisschen sehr theatralisch alles, aber hey, why not? Hola, compañero. So. Fragen mich, ob das Okoro-Intro-Gespräch durch war oder jetzt komplett versaut wurde. Ob es neu startet, wenn ich wieder reingehe oder weiterläuft. Oh, shit. Wir gucken mal. Aber wie gesagt, da es dort jetzt offiziell automatisch angefangen hat. Bleiben wir einfach dort. Was soll's? Ein Level 2 Gebiet. Ich hab Angst. So, mein Übermut wird dafür sorgen, dass es wirklich schwierig ist, weil ich nichts ernst nehme.
Da bin ich wieder. Was war los? Ach, wissen Sie was, schon gut. Sie gehen rein, sammeln Infos über Okoros Produktionsstätten und sorgen für Chaos. Dann muss eine Emissarie zurück nach Okoro, um alles wieder in die Spur zu bringen, bevor Opa etwas merkt. Wir schnappen ihn uns und benutzen ihn, um an El Jajo heranzukommen. Bowman schickt uns ein Video. Sie hat wohl neue Infos zu El Emissario. Sie alle kennen El Jajo, den ranghöchsten Bolivianer im Santa Blanca-Kartell und Kopf der Kokainproduktion. Seinen Enkel aber eher nicht. Gonzalo Jana, alias El Emissario, der Botschafter. Jajo hat Emissario alles beigebracht. Wie man das weltbeste Polvo herstellt, wie man die Beziehungen mit Einheimischen pflegt und vor allem, wie man seinen Santa Blanca-Herrschern dient. Emissario sieht zu Jajo auf. Er würde alles tun, um ihn stolz zu machen. Was El Emissario zum perfekten Ziel macht. Seine größte Furcht ist die, seinem Großvater Schande zu machen. Wenn wir ihm in Okoro ins Handwerk pfuschen, kommt er zurück, um es wieder zu richten. Dann schnappen wir ihn. Mit etwas Glück erzählt er uns alles, was wir über den lieben Opa wissen müssen. Ich bleib dabei, dieser übertrieben grimmige Blick von ihm ist so unnötig. Er wirkt so übertrieben böse. So künstlich. Ah, grimmiger alter Mann. Ach, das wird sein. Anyway. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Nur die Infos hier haben. Ohne Alarm auslösen. Okay, es ist alles gut. So. Okay. Gibt es nichts weiter, aber in der Stadt gibt es eine neue Info. Ich bin der Pilot. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Das ist ein schönes Souvenir. Yay. Die Unidad ist da lang. Who cares? Na? So, was gibt's denn hier? Magazin. Ah, die M19. Ich mochte die nie in keinem Spiel. Ich weiß nicht warum. Sie sieht aus wie so eine M9, so eine kleine, schnellschießende, aber sie ist eine hardhittende, langsame Waffe. Gefällt mir nicht. Anyway. Maschinenpistolenlaser. Ein Zoom? Okay. Also für ein Scope. Eine andere Pistole, einen coolen Sound. Noch kleineres Ding als meine. Maybe. Und Standard Sturmgewehr. Sturmgewehr im MP-Format. Wo sind die ganzen Info? Muss ich davon alle finden oder nur eine, also eine von vielen? Ah, mal sehen. Mich schon sehr bestzweckmäßig. Shit. Warte, nope. Komm. Info holen. Bevor ich da hinrenne, am Ende ist, muss ich da dann eh nochmal hin und so eine Scheiße. Kennen wir ja. So viel Zickzack immer wieder. Du hättest mich fahren lassen sollen. Du brauchst einen Sprachtrainer. Natürlich alles gegnerisch hier. Ja gut, macht Sinn. Na, macht es das?
habe die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. War was? Oh Mann. Hör zu. Wir wissen von einer Kokainfabrik hier in Okoro. Und zwar in einem umgebauten Schlachthaus. Worauf warten wir dann? Machen wir den Laden platt. Es gibt ein Problem. Die Tür lässt sich nur mit einem Zugangscode öffnen. Wo kriegen wir den Code her? Hieraus geht hervor, dass ihn El Emissarios Assistent hat. Wir müssen ihn finden. Okay. Noch irgendeine weitere Info oder? Wahrscheinlich so. Das ist wie die. Oh. Das passt doch. Dorthin, dorthin. Scheiß drauf. Nochmal eine Info? Kein Bock auszusteigen für wieder. Was wird schon die Medaille sein hier? Also der Bonus dort. I don't know. Sie aufgescheucht. Passiert. Ich kann nichts sehen. Mist, Entdeckung! Ich sehe einen Sicario-Führer. Machen wir ihm Angst. Soll er seinen Freunden von uns erzählen? Ach, ist mir egal. Macht mal was. Ich habe Aufklärung durch die Rebellen angefordert. Bereit machen, Feuer! Der Leutnant hat aufgegeben, wenn meine Leute direkt neben ihm stehen und draufhalten. Ach, meine Fresse. Shit, Verluste. Ach, wo warst du so lange? Gut gemacht. Geil. Das kann ich gut gebrauchen. Was passiert wieder? Keine Rücksicht auf Verluste. Ich weiß, wo ein Kartellorden ist, den sie irgendeinem harten Hund. Ja, der ist extra Mine. Verleihen wollen. Haltet durch, ich bin schon da. Genau, helft dem mal. Was zu tun? Das könnte etwas sein. Sieht so aus, als hätte das Kartell bei Campuana ein Fischerboot zu einem Kokainlabor umgebaut. Das ist genau das richtige Ziel. Der Ausfall des Labors steigert den Druck auf El Emissario und zwingt ihn, sich zu zeigen. Ja, so weit waren wir schon. Das war ja die Hauptmission hier, ne? Sie ist immer noch da, die Mission. Fuck, ich hab gehofft, dass sie weg ist. Ich will nicht extra so weit in die Ecke rennen. Finden Sie den Zugangscode für die Kokainfabrik in Okoro. Sobald Sie ihn haben, gehen Sie rein und zerstören den Laden. Joa. Es geht weiter. Hui, 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 hui. Fuck. Was ist dein Problem? Warum fährst du Zivilisten an? Glaub es oder nicht, das war nicht so geplant. Hab Pacatari um mein Fahrzeug gebeten. Oh mein Gott. Geht sehr gut los. Es muss auch ein doofer Tod sein. Vom Helikopter erschlagen. Also vom Abstürzen. Ah, das ist wir können los. Ah, scheiße.
dachte, das wäre eine Festposition. Na gut. Ich lege eine Mine für uns. Wartet. Begleitfahrzeug zerstört. Greife an. Deckung! Such Deckung! Oh. Mehr Schützen als erwartet. Oh nee, es läuft doch nicht weg, Typ. Bleib unten, ich bin gleich da. Ach komm. Ich hab gehofft, dass er weit genug weg von dem anderen Camp ist, um nicht reinzurennen. Verdammt, das war knapp. Achtung, ich sehe den Assistenten. Schieß gezielt. Wir brauchen ihn lebend. Ihr Leutnant rennt weg. Granate, volle Deckung. Quédate quieto. Oh, Scheiße. Alter. Na, lad seinen eigenen Leuten. Ich glaube, das waren alle. Dios mio, töte mich nicht. Por favor, ich habe eine Familie. Der Zugangscode zur Kokainfabrik. Wie ist der? Ich habe zwei Jungen, zwei Kleine. Mir scheißegal. Kitos, Gustavo und Felipe. Ich habe Fotos. Wollen Sie sie sehen? Nein, ich will die Fotos nicht sehen. Gib mir den Code, dann sind wir fertig. Ja, okay, es ist so. Was ist los mit Ihnen? Hassen Sie Kinder oder was? Gott, willst du nach Hause zu Gustavo und Felipe? Gib mir den scheiß Code. Tuvo bueno. Er ist 654375. Wirklich, ich schwöre. Okay, wir haben den Code. Ich sende Ihnen einen Virus, den Sie in die Automatisierungssoftware der Fabrik laden. Dadurch wird der Prozess beeinflusst und das Kokain verunreinigt. Wenn jemand versucht, ihn zu beseitigen, sind die Maschinen Schrott. Das kostet Santa Blanca viel vom Produkt und legt die Fabrik über Monate lahm. So. Oh Gott. Aber ha, jetzt muss ich dahin, wo ich eh hin wollte, wegen der Pistole. Siehst du, passt doch. Aber gut, erstmal dorthin. So ein Arsch, ey. Ob der wirklich Kinder hatte? Ich zweifle dran. Aber nur wegen diesem, wieso hatten die Kinder, anstatt mir die Antwort zu geben. Um die Kinder zu schützen. Nein, nein, nochmal einen blöden Spruch ziehen. Nope. Nope, 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 nope. Ah, wir sind über einen Gegner. Kaum bemerkt. Spielt keine Rolle. Oh, gepennt. Oh mein Gott. Sollte einfach aussteigen und gut sein lassen. So. Außerdem. Sehe ich das richtig? Aua. What? Hätte ich nicht erwartet. Also sie abgerollt, dann wäre es doch kein Thema gewesen. Okay, es hat vielleicht sehr weh getan, aber zugegeben vom Haus schwingen und der Höhe. In echt wäre das okay, ist schon problematisch. Wir sind auch runtergekommen, problemlos. Wo fahrst du so lange? Ja gut, doch ein bisschen höher. So ein Gepfeife hier ist ja grausam. Am Ende zählt das noch als Musik und ist schlimm für YouTube. Die Koordinaten hier. Sieht wie der Standort eines Labors für Coca-Pasta aus. Bist du es lahmlegen? Unbedingt. Je mehr wir El Emisarios Unternehmen sabotieren, desto größer der Druck, sich zu zeigen. Hm. Und wo ist dieser? Ach, und das war jetzt das Dreier-Info-Ding. Hätte ich das gewusst, wäre ich nur hier hingeflogen. Na gut, schade drum.
Ach, warum nicht? Info. Ich weiß, wo ein Kartellsender steht. Der muss weg. Hm. Nicht unbedingt. Doch, eine Info auch drauf geschissen jetzt. Wo will ich hin? Alles da oben, ne? Ja. Ich gehe von hier nochmal neu hin. Dann bin ich auch hier aus der Stadt raus ohne Probleme. Mein Heli steht ja auf dem Dach. Und fällt eh fast auseinander. Ja, ist zu mir. Und hier steht sogar ein Heli. Nice. Alter, nicht Bullshit Sport. Ja, komm hinter. Ich mach das. Ich fliege. Gelangen Sie in die Fabrik. Das wird nicht das Problem. Ich weiß noch nicht, wie viele Gegner da rumhängen. Oh, 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 oh. Okay, es wird doch ein Problem anzukommen. Fuck. Scheiße. Na, gib Gas. Gib dem Hügel Schuld. Dafür muss ich so viel langsam werden und bla bla. Das sieht größer aus, ne? Natürlich. Aber wir sind noch im Stufe 2 Gebiet, von daher. Lager am Flussufer. Viele Sicarios, viele Schnellboote. Logistisch ein guter Ort. Von hier können sie Vorräte und Kokain schneller transportieren. Was meinst du, wie viel PS diese Schnellboote haben? 1000? Warum denn so viel, wo ihnen doch der Fluss gehört? Du willst auch so ein Boot, oder? Scheiße, ja. Da wären wir. Sobald wir drin sind, schalten wir die Kontrollsysteme aus, vernichten alles Kokain und setzen uns ab. Rein, rumlaufen und Kram kaputt machen. Klar. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Mein Skin. Ich gehe in Position. Ich habe das Ziel. Tango getötet. Pistole. Wollte ich schon immer haben. Oh, das ist eine Mini-Pistole, wa? Komm her. Oh ja, ein Mini-Spielzeug. Nipp. Yes, cool. Simpel. Nicht fürs offene Gefecht gedacht, aber hey. Geht alarmlos wahrscheinlich, ne? Gut, wir sind drin. Zuerst in den Kontrollraum. Verstanden. Hack, hack, hack. War's das? Ich blick gerade. Die Steuerung ist hin. Nee. Damit steht die Fabrik monatelang still. Wohin jetzt? Wir durchsuchen die Lagerhäuser, machen das gebunkerte Kokain unbrauchbar und verschwinden. Verstanden. Schon laut für so ein kleines Ding. Ich sehe einen Narko mit einer MP. Dort, am Checkpoint. Hörst auf. Der Schaden im Kontrollraum hat wohl die Schlösser überbrückt. Durchkämmt das Gebot. Halt. Die campen sich hier, ey. Nicht. Das C4 ist jetzt scharf. Oh, die Ladung ist schon. Die sehen uns. Bewegung, das geht gleich hoch. Ich nehme die Penne unter Feuer. Ach komm. Ladung ist scharf und liegt. Dein Ernst? Scheiße. Und Alarm.
Granate kommt. Komme mir der Culeros. Na gut. Vorrat zerstört. Weiter im Text. Ach, bitte. Ich hab ja nicht erwartet, dass sie da drinnen campen. Und mich darauf warten, dass jemand die Tür aufmacht. Hätte ich doch vorbereitet mich. Nö. Verdammt. Na? Wahrscheinlich auch, oder? Da ist ein Sniper, runter! Roger, ich gehe in Position. Na? Roger, Ziel markiert. Ah, tötet. Hier nicht? Natürlich. Hätte ich es mal andersrum gemacht, wa? Dein Ernst? Granate hab einen Kokainvorrat gesichtet. Vorrat zerstört. Okay. Nur weiter so. Echt ein Haufen Pulver, den wir da gerade weggeblasen haben. Da wird jemand sauer sein. Das setzt El Emisario unter Druck. Er muss darauf reagieren und sich zeigen. Und dann gehört er uns. Ja, ist ja gut, okay. Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Wir ignorieren das jetzt, weil wir schon überzogen haben und machen voll Schluss. Ohaha. Na, so ziemlich. Na gut. Keine Zeit für. Na dann, ja. Bis zum nächsten Mal und so weiter.